So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Versus. Dieses Mal mit einem Spezial mit unserem Kollegen Abis. Hallo. Und zwar spielen wir, Bartbart ist natürlich auch dabei, Let's Play Versus ohne Bartbart geht ja schon gar nicht mehr. Natürlich. Und es wird nicht zu seiner Siegerserie gezählt, wenn er gewinnt oder verliert oder, genau. Oder sonst was. So steht die Regel, da es ein Spezial ist. Wir spielen das Spiel Blur, jeder fährt dasselbe Auto aus Fairnessgründen. Und da geht das Rennen und schon los. Hauen wir schon rein. Und wer ist an erster Stelle? Tja. Natürlich der. Ja, nicht lange drum rumreden. Mit der Siegesserie. Ey, der Typ, über den du sprichst, über den darf man nur sprechen, wenn man das würdig ist. Ach so. Ja, hallo, geht's dir noch gut da hinten? Was ist jetzt schon wieder passiert? Mein Gott. Ich hab doch gar nichts gemacht. Nein, mich nur. Du warst an mir vorbeigefahren. Leute, ihr habt's gesehen, wie Bartbart mich in die Ecke gezogen hat und dann direkt voll in die Mauer. Ulan, an mir warst du vorbeigefahren. Und du bist an mir, wolltest vorbei. Entweder hat von uns einen Alter, habt ihr sitzt oder dann, was passiert ist. Oder das ist mir scheißegal, wir können's nachher in der Wiederholung, sage ich euch, in der Wiederholung nochmal sehen. Blöd, dass ich auch eine Wiederholung besitze. Ja, ach wahr. Alter, wie hat dich? Haha. Bist du ins Wasser gefahren? Ja, lol. Als ob. Oh mein Gott. Ich mach's dem Idioten natürlich gleich nach. Ich befürchte einfach, dass ihr einfach keine Chance habt gegen so einen Killer. Ja, und mich haut voll weg. Alles klar. Ich hab die Salai getroffen. Ich hab Abis ertränkt. Ja, passt schon. Mein Gott, guck mal, ich mach eigentlich gar nichts und trotzdem mach ich was. Kannst du das auch? So langsam näher ich mich Sly wieder. Aber nur ganz langsam, weil... Mein Gott, das geht mir wieder auf den Sack, Alter. Maschine bleibt Maschine. Ja, er wieder mit seiner Maschine bleibt Maschine. Er wollte denn eine Revanche hier und jetzt. Ja, ich geb's ehrlich zu, Leute. Ich geb's ehrlich zu, dass ich eine Revanche wollte. Ihr wollt's. Und warum? Um den Leuten noch mehr beweisen zu können, wie schlecht... Ja, jetzt kommt er wieder. Jetzt ist er wieder. Ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ja, leck mich. Guck mal, wie weit der Junge ist. Willst du mir sagen, Alter, der fährt hier ein Killerauto oder was? Eigentlich nicht. Ich glaube eher, du bist so dick. Ich fahre hier gerade so ein Schmodder. Ich bin billig. Du glaubst gar nicht, was für ein Schmodder ich hier eigentlich gerade zusammen... Ja, anscheinend ja nicht, sonst... Da, ich fahre hier in einen Blitz nach dem anderen rein. Die ich lege? Ja, und nochmal Blitz. Wird immer besser. Nein, fick dich! Guck ihn ja. Ich sehe es auf der Karte. Ich sehe es auf der Karte, Mr. Revenge. Mr. Revenge. Hey, du bist echt. Ich klebe ihm am Arsch. Ich klebe ihm am die Arsch. Du machst gar nichts, Alter. Ich bin so weit voraus. Letzte Runde. Leck doch deine Mutter. Letzte Runde und du bist wo? Letzte. Hey, guck mal, ich habe 770 Fans und ihr? 250. Boah. 560. Das sind ja bei dir bestimmt keine Fans, das sind bei dir wahrscheinlich Hater. Hater! Hasser. Ja, fickt euch einfach, fickt euch. Ja, hat's jetzt in dem nächsten Deutsch. Spiel, wo wir zusammen spielen, spiele ich nicht mehr. Davor wollte ich eine Revanche und jetzt das nächste Spiel. Alter, du wirst nie irgendwo irgendwas geben. Ey, Bartbart kommt ja wirklich verdächtig, ne? Ja, hätte ich diesen Unfall jetzt nicht gehabt. Nein, nein. Doch, doch. Und ich leg mir wiederum ein bisschen mehr Action. Euch billigen Typen kann man ja keine Action abverlangen. Lege ich mir einfach mal ein paar Blitze in, die ich reinfahren kann. Weil sonst langweile ich mich hier nur zu Tode und da sehe ich das Ziel und wer hat gewonnen, mein Freund? Der cheatet, der Typ, der hat irgendwo einen Cheat. Ey, ihr könnt nur 100 Aufnahmen machen. Gegen den Marsch, da ist nix. Vorhin motzt du rum bei mir, ey, der war so weit vorne, ich fahre Renault. Ja, wie Cheater, oder? Ja, liebe Leute, wir wollen euch nicht länger langweilen. Abis billigste, Bartbart hat, wie soll ich anders sagen, mal wieder verloren, zählt natürlich nicht meine Serie. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ja, ich sag nichts mehr, der Junge ist einfach nur ein Cheater. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und erholsame Feiertage. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mit den Verlierern der Nacht. Der größte redet hier. Naja, egal. Willst du auch die Ansage? 20 Spiele hintereinander. Was? 20 Spiele hintereinander? Willst du mir jetzt hier was sagen? Er hat's auch. Ja, passt schon. Ist okay. Liebe Leute, das war's von uns. Also, schöne Feiertage noch. Und frohe Weihnachten. Ade.